Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir die Lumpengräfin kennengelernt. Oh, mir fällt ein, ich könnte mal das Spiel wieder speichern, nur so zur Sicherheit. Gut. Und da ist sie. Da ist sie. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Raus hier? Hat sie gerade gesagt, raus hier? Stimmt, das geht ja auch so. Warte, nee, ich nehme wieder mein Teleport-Scheiß. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Meinst du, ich darf das nicht nehmen? Nein, ich will sie nicht bestehlen. Ab. Die Lumpengräfin hat zu tun. Okay, okay. Ich will es mir nicht bei ihr verscherzen. Ganz ehrlich, ich schließe sie lieber ein. Ja, das ist besser für uns alle. Wenn sie ein Vöglein wäre, würde sie das bestimmt essen. Ja, 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 ja. Die Rune kriege ich auch so noch irgendwie. Und ein Glas? Das könnten wir schmeißen. Nee, will ich nicht. Hallo, Ratte. Ach so, egal was es ist. Es bringt Geld. Es ist einfach nur Geld, das sich gut getarnt hat. Was ist das? Betäubungsbolz. Sehr schön. Gleich mal ausgerüstet. Ja, ja, die Lumpengräfin. Mit mir sieht's gar nicht gut aus, merke ich gerade. Es gibt so viel, was ich tun kann. Okay, hier ist weit und breit niemand. Ein paar Ratten. Hier liegt irgendwas. Ah ja, auch eine Ratte. Gut. Wo finde ich... Wo? Moment, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ich soll zu diesem Arzt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wo ist der denn? Wie finde ich den denn? Sagt mir das Herz? Eine Rune? Eine Lichtwand. Okay, Knochenartefakt. Genau gleich hier drin. Okay. Ach, da ist der Doktor. Sind das da Schläger? Wir haben was anderes gehört. Moment. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt nur Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. Hack, zum großen Nichts mit euch. Sehr schön. Geht's dir gut da drin? Die bösen Männer sind weg. Du darfst rauskommen. Oh Mann, der Chaosfaktor wird sehr hoch. Der wird extrem hoch. Hey! Lass mich da rein! Sehr gut. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Man hat mich nicht mal gesehen. Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Griffs Shop? Jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Okay. Okay, du verkaufst mir gerne was, ja? Du gibst mir gerne Sachen, indem ich dir Geld dafür gebe. Also ich fehl wesentlich für die Aktion gerade eben. Ich habe deinen Arsch gerettet. Die Jungs von der Bottle Street haben keine Ahnung, wo ich die beste Beute aufbewahre. Schön. Kommen Sie wieder mal vorbei. Für die Aktion kannst du es mir schenken, Junge. Nicht verkaufen, schenken. Kräfte, Notizen. Was waren jetzt hier? Emilys Brief. Oh Gott, haben wir viele Notizen. Gut, anonyme Nachricht. Ziele. Haben wir jetzt irgendwas bei Ziele dazugekommen? Das blinkt immer wieder auf. Ich bin auch noch nicht dran gewöhnt. Hauptmann, da. Nee, da hat sich nichts geändert. Nö, wisst ihr was? Dann lass mich einfach mal in Ruhe. Ich hab dich doch nur angerempelt. Meine Güte. Sei mal kein Mädchen. Eine leere Flasche brauche ich nicht. Was zum Mumpeln brauche ich. Und ein paar Elixiere wären ehrlich gesagt nicht schlecht. Also wenn du mir was verkaufen willst, okay, gut. Ich sehe es ein. Ein Elixier könnte ich gebrauchen. Wo bist du hin? Wo bist du hin, Junge? Wo bist du? Wo? 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 In den Po? Wo? Wo? Da, glaube ich, das Büro. Okay, da will ich hin. Habe ich den Teleport-Scheiß? Den habe ich. Und ich will jetzt, da hoch. Okay, diese Straßen gehören der Stadtwache. Da ist sie auch schon. Die sehen mich nicht. Wieso blinken die da drüben nicht? Die arme Ratte, sie hat dir nichts getan. Okay, der da drüben guckt gerade nicht rüber, weil der raucht. Und wenn ich ein bisschen schneller schleichen könnte, könnte ich ihn hier noch betäuben.
John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Bleib schön dort liegen. Schön liegen bleiben. Ich habe nämlich nicht mehr viel Leben und ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Okay, der ist gerade dort vorbeigelaufen. Das heißt, wir können jetzt dort hoch. Was? Wie bitte? Was? Ich kenne diese Sprache nicht, aber die scheint hier jeder zu beherrschen. Und gleich ein bisschen Geld verdient. Du kannst schön hier unten bleiben. Und da in Ruhe weiter schnarchen. Oh oh, der hat was gehört. Aber der hat mich nicht entdeckt. Lautlos. Das schaue ich mir besser mal an. Ist auch noch einer, der ein bisschen gerüstet ist. Sehr gut. Das wird. Wir haben das voll raus. Wir haben das übelst raus. So, mach einen Abgang. Schön dort liegen. Das ist Arsch. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Aber jetzt ist er gestorben. Naja, was soll's. Ist das hier der Herr Doktor? Ja, da wollte ich auch rein. Schön. Super. Mensch, ich bin die reinste Putzfrau hier. Jupp, rein ins Büro. Für die Lumpengräfin und für den Outsider. Jawohl. Für die Rune vor allen Dingen. Auf der Campus ist Militärkopf und bla, verhilft ihm zur Flucht. Ja, haben wir alles schon mal gelesen. Okay, wen haben wir hier? Seid ihr Leute, die mich töten wollen, oder seid ihr nette Menschen? Okay, ihr seid Stadtwachen. So viel steht fest. 3 Stück an der Zahl. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Oh oh. Verdammt! Shit! Okay, ich wechsle rüber zum Betäubungsbossen. Wir haben so viele davon. Was? Sehr gut. Legt euch schlafen. Legt euch einfach alle schlafen. Oh, du hast dich schon richtig gut hingelegt. Ihr habt nichts, was ich aus euch rausholen kann. Schade. Schnarch. Ein bisschen nervt's ja schon, hä? Naja, sie können ja nichts dafür. Sie machen ja nur ihren Job, ne? Letzten Endes machen sie ja nur ihren Job. Müssen alle ihre Hypotheken irgendwie bezahlen. So, hier habe ich jetzt mal nicht durchs Schlüsselloch geschaut, weil ich ja gesehen habe. Was ist da? Bücher. Bücher von dem Arzt. Bolzen haben wir voll. Ist totaler Quatsch, sich am Anfang so viele Bolzen zu kaufen, bevor man die Mission startet, weil man findet ja eh welche. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Ach du Scheiße, ist das viel. Wenn das so viel ist, habe ich irgendwie nie Lust, das... Na, komm, ich probier's mal. Auszug aus dem Regierungsprotokoll zur Krankheitsvorbeugung. In der Öffentlichkeit kursieren immer noch zahlreiche falsche Vorstellungen, was die Seuche angeht. Es ist nicht wahr, dass die Gallenflüssigkeit der Flusskriecher von der Infektion mit der Krankheit schützt. Es ist ebenfalls unwahr, dass die zerstoßene Morgue ein Heilmittel darstellt. Obwohl spekuliert wird, dass die beiden Ingredienzien in Sokolovs Elixier und Pieros Arznei zu finden sind. Nur wer diese Produkte einnimmt, bevor er sich der Seuche aussetzt, ist sicher gegen diese geschützt. Darüber hinaus warnt der Jedermannsorden, der ist wahrscheinlich von Jedermann für Jedermann, vor abergläubischen Praktiken. Es ist nicht nur wirkungslos, 2 Hexenfische und eine Katze gemeinsam zu verbrennen und den Namen der an der Seuche Verstorbenen zu rezitieren, während man dabei entstehende Dämpfe inhaliert. Es wird von den Aufsehern auch als Ketzerei angesehen, die mit der vollen Härte des Gesetzes des Ordens bestraft wird. Als Ketzerei? Also sind die hier doch alle gläubig an irgendwas und das ist anscheinend gegen diesen Glauben. Sagen Sie es Ihren Nachbarn und halten Sie sich selbst daran. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Infizierten. Nehmen Sie täglich Ihr Elixier zu sich, vorzugsweise morgens. Und melden Sie jeden, der sich so verhält, als sei er mit der Seuche infiziert. Alle müssen zusammenarbeiten, um die weitere Ausbreitung dieser fürchterlichen Infektion zu stoppen. Ja, so ist das nun mal. Infizierte sollten sich halt einfach mal melden. Melden, um die anderen zu schützen. Da darf man dann nun echt nicht abergläubig sein. Weil was will man? Man ist dann eh zum Tode verurteilt, letzten Endes.
Aber ich weiß nicht, würde ich mich melden? Das lässt sich immer so leicht sagen. Naja, das dritte Gebot. Ach stimmt, es gibt ja 7 Gebote. Das hat mich auch interessiert, was das ist. Auszug aus dem Werk, das eins der 7 Gebote erläutert. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zur Gehilfe des Outsiders werden. Frei von ehrbarer Arbeit eilen sie zu schäbigen Gewinnen, leerem Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug und die Gabel und den Spaten, denn selbst die niedrigste Arbeit drückt die Muskeln wie ein Schwamm, der Unreinheiten und aus Geist und Körpern entlässt. Wir sollen also schuften. Schufte, Mexikaner schufte, dabbadu. Jetzt mal hier. Hab ich jetzt immer noch meine Sicht drin? Ja. Lass mal gucken. Da oben ist noch... Zweie. Ich dachte, es wäre eine Frau, die einen Rock anhat, aber ein Kleid. Aber da war es war einfach nur eine Wache dahinter. Okay, Plündern und Brandschatten, da sind verdammt viele Ratten. Aha, hier dahinter. Fütterungsprotokoll. 4. Tag, Monat des Windes. Gemischte menschliche Überreste. Großer Appetit. 10. Tag, Monat des Windes. Ein Sack mit thyvianischen Erbsen. Angestoßen, verrottet. Ratten zeigen kein Interesse. 11. Tag, Monat des Windes. Eine Büchse eingelegtes Walfleisch. Verzehrt. 13. Tag, Monat des Windes. Menschliche Körper. Konnten noch immer Körperteile erkennen. Monat des Windes, 17. Tag, keine Fütterung, gesteigerte Aggressivität, vereinzelt Kannibalismus. 20. Tag, Monat des Windes, Vorfall mit letztem Dienstmädchen. Werde Fütterung bis zum 1. Tag des Monats der Dunkelheit aussetzen. Da wurden die Ratten wohl aus Versehen gefüttert. Das seid ihr, ja? Unzerstörbare Metalltür. Wollen wir die Ratten freilassen? Das hätte uns helfen können von Anfang an. Ist da irgendwas Tolles drin? Ein Elixier sehe ich da. Das war's aber auch schon. Was sagt denn mein Herz dazu? Mein Herz sagt nichts. Hier ist alles clear. Gut. Ich nehme das mal mit. Vielleicht finden wir ja diesen Doktor. Ich würde gerne mal wissen, was mein Herz zu diesem Doktor sagt. Auszug aus dem Reistagsgebühle. Nee, interessiert mich nicht. Müsste zurückgehen, Stopp drücken. Ich will jetzt zum Arzt. Gar nix. Nichts. Ich hab doch aber... Achso, ich drück ducken. Das ist natürlich blöd. Okay. Ich hab mal R gedrückt. Einfach so, weil ich der Meinung war, ich sterb sonst. Ich habe ja hier meinen Blocken und nicht hier. Ich habe mich einfach nur geduckt. Schade, dass man sich unter den Schwerthieben nicht durchducken kann. Das war's. Wo ist denn die Frau hin, die Gute? Warte mal kurz. Ich will jetzt unbedingt noch zur Destillierbank. Wo ist denn die? Das will ich noch... Ratteneingeweide, Destillierbank. Okay, ich will zu den Ratteneingeweiden. Soweit werden wir es doch wohl noch schaffen. Soweit ich weiß, sind die ganzen bösen Männer jetzt alle tot, nicht wahr? Nein, da oben sind noch viel mehr. Okay, gut. Okay, dann mache ich jetzt eben doch Schluss. Was sollet? Das war's mit dieser Folge. Ich komme sehr, sehr schleichend voran, habe ich das Gefühl. Das dauert bei mir ja ewig, bis mal was passiert. Aber ich finde das auch gut so. Das gefällt mir. Nee, eigentlich gefällt es mir nicht. Eigentlich hätte ich gerne ein bisschen mehr Action. Ich glaube, ich halte mich mal in der nächsten Folge ein bisschen ran. Aber ich bin in so einem Sammelbahn. Ich will immer alles mitkriegen. Ich will mal überall links und rechts gucken. Ich will alles über jeden wissen. Es ist einfach dieses Plündern und Brandschatzen, was in mir wohnt. Ich will alles ausräumen. Hätten wir die Ratten freilassen können? Ich glaube, wenn ein Elixier drin liegt. Die Tür ist zwar unzerstörbar, aber das heißt ja nicht, dass die unöffnbar ist, ja? Niemand baut eine Tür, damit sie nicht zu öffnen ist. Türen sind immer dazu da, dass man da durchgeht. Und die Ratten hätten uns echt gut helfen können gegen die 3 Leute, die da unterwegs waren, die uns fast umgebracht haben. Ein Glück habe ich mir das kleine Upgrade mit dem Leben geholt. In der nächsten Folge schnetzeln und metzeln wir uns unseren Weg nach oben. Das mit dem Ninja klappt anscheinend doch nicht so gut, wie ich mir das dachte. Ich gebe mir alle Mühe.
Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Über Feedback würde ich mich natürlich immer freuen. Mache ich das gut so? Soll ich mich ranhalten? Soll ich die Bücher ignorieren oder Sidequests sein lassen? Ich meine, ich werde sie trotzdem machen, aber deine Meinung ist mir trotzdem wichtig. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis soweit ist, ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio. Wo ist denn hier der Ausgang? Geschafft.